So, hallo alle miteinander. Hier ist mal so eine kleine Episode Bastelstunde. Und zwar ist das in Antwort auf einen meiner Zuseher hier mit dem Ziva INS. Ich hatte ja schon mal ein bisschen gezeigt, wie man damit umgeht in der 737 von FlyJASIM. Und habe dann auch über das Teilen von Flugplänen gesprochen und ja, hat er gar nicht bedacht, dass mit EFAS, wie ich das dann so einfach mal schnell gesagt hatte, mit EFAS kann man die Flugpläne nicht teilen. Soweit habe ich es inzwischen rausgefunden. Außerdem habe ich festgestellt, dass selbst in den anderen Tools, wo das dann teilweise geht, wird mehr Informationen in den Flugplan gespeichert, als ich brauche, nämlich unter anderem auch der Startflughafen. Und der erscheint dann tatsächlich als erster Waypoint. Das hatte ich auch bei meinem allerersten Flug, hatte ich da so ein bisschen eigenartiges Ergebnis. Er hat nämlich versucht umzudrehen. Und inzwischen weiß ich auch, warum das so ist. Daher habe ich mir das jetzt etwas genauer angesehen und eine Methode gefunden, wie man von Hand, man muss ein bisschen Handarbeit betreiben, aber das ist okay, wie man relativ einfach sich solche sukzessiven neuen Waypoint FMS-Dateien zusammenbaut. Und das zeige ich euch jetzt einfach mal. Ich habe hier mal einen meiner vorherigen Flüge auf dem World Flight hier zusammengestellt, nochmal im EFAS. Der EFAS merkt sich Flüge nicht, sondern berechnet sie jedes Mal neu. Also da kann man nicht auf Vorheriges zurückgreifen, macht aber nichts. Und ich habe natürlich darauf geachtet, dass ich einen genommen habe, der mehr wie 9 Waypoints hat. Hier ist er. Und was wir dann machen, ist, dass wir ihn exportieren. Und ja, das kennt ihr, wenn ihr EFAS habt schon, ne, kann man auswählen, welche der Formate man haben möchte. Und dann hat er mir natürlich jetzt einen FMS-File exportiert. Und ich zeige euch jetzt als nächstes, wie ihr dieses in 2 bis 3 neuen Waypoint-Dateien aufbrecht. Und zwar mit einem ganz schwierigen Tool im Windows, nämlich dem sogenannten Notepad. Aber gleich dazu mehr. So, wir sind jetzt in meinem Explain-Verzeichnis und zwar unter Output FMS Plans. Das habt ihr auch, ganz sicher. Und das hier ist der Flugplan, den wir gerade mit EFAS angelegt haben. Den kann man jetzt mit einem spezialisierten Editor wie dem Notepad ⁇ aufmachen, den ich hier habe. Den kann man aber auch ganz normal mit dem Notepad aufmachen. Also Open With und dann entweder über Choose Default Programm oder Standardprogramm auswählen oder wie das auf Deutsch dann heißt, Notepad. Ich habe hier übrigens ein englisches Windows, beziehungsweise es ist eigentlich ein deutsches Windows 8 gewesen, aber ich habe das umschalten können auf Englisch, was in Windows 7 leider nicht geht, in den Home Editions, sondern nur in den teureren Pro und so weiter, in Ultimate. Das ging in Windows 8 Home, nämlich auf Englisch umschalten, komplett. Daher kommt das Betriebssystem aber auch dann wirklich tatsächlich komplett als Englisch daher. Ich muss also auch bei den Tastaturen dann immer wieder umschalten und so weiter. Aber dafür kann ich Spracherkennung machen, denn FS to Crew, Multi-Crew Experience und Co. funktionieren leider nur mit englischer Spracherkennung, US-Englisch, um genau zu sein. Gut, also, ihr könnt die mit Notepads aufmachen, aber bevor wir die öffnen, machen wir Folgendes: Wir machen Ctrl-C, Ctrl-V, also kopieren. Wir erzeugen zwei Kopien. Ja, und diese Kopien nennen wir, ups, Moment, 01 FSMI. So, und diesen ganzen anderen Quatsch machen wir weg. Und die zweite Kopie nennen wir 02. FSIAFMMI. So mache ich das halt. Ihr habt ja auch gesehen, dass die Anzeige im Ziva INS beschränkt ist. Man kann also nicht beliebig viel machen. Daher gerade in der 737 hier im Hintergrund läuft die APU zugeschaltet, weil unsere Batterie gerade am leer geworden ist. Wir werden ja gleich in den Flieger gehen und ich zeige, wie das dann aussieht. Ich werde nochmal mit der
Pause dafür sorgen, dass wir hier nicht den Lärm haben. So, jetzt haben wir also diese zwei Dateien, 01 FSIA FMMI und 02 FSIA FMMI. Und die erste editiere ich jetzt mit dem Notepad. Der Notepad und ich weiß nicht genau, was der Evas da reinschreibt, aber auf jeden Fall erscheint die Datei im Notepad hier mit so Zwischenzeilen. Ganz wichtig, diese Zwischenzeilen müssen alle raus. Also hier mit dem Cursor draufgehen, Delete, 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 alle Zwischenzeilen löschen. Es geht nicht anders. Wenn ihr sie drin lasst, kann der Flugplan nicht geladen werden. Das war Nummer 1. Die ersten drei Zeilen lasst ihr bitte, wie sie sind. In der vierten Zeile machen wir dann eine Änderung, und zwar abhängig davon, wie viele Einträge wir danach haben. Ihr seht hier die Zahl 16, und wenn ihr mal zählt, das sind tatsächlich 16 Zeilen. Okay. Das SIVA-1 braucht die Flughafeneinträge, den ersten und den letzten, nicht. Kann man also schon mal wegmachen. So, und jetzt zähle ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bis SA. Alles unter SA weg. Und dann nicht vergessen, wichtig, 9, weil es sind ja nur noch 9 Zeilen. So, dann File Save. Jetzt ist das gespeichert. Und dann mache ich den zweiten auf. Und auch hier ganz wichtig, wieder weg mit den Zwischenzeilen. Naja, und jetzt können wir schon gleich mal alles bis einschließlich SA löschen, weil das haben wir schon im anderen Flugplan drin. Und dann nehmen wir jetzt hier noch die Zwischenzeilen raus. Ist ja auch wieder wichtig. Und jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Halt, FMMI brauchen wir nicht. Wir fliegen nicht direkt auf den Flughafen zu. Das heißt, eigentlich brauchen wir nur die hier. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mitdenken. So, 6, dann speichern. Zack. Und schon habt ihr den Flugplan aufgeteilt in zwei Teile. Jetzt holen wir den Explain hier mal rein. Den habe ich schon mal vorgestartet, wie in einer guten Kochsendung ja üblich. So, dann schalte ich den hier mal auf Standby, denn im Standby-Mode können wir schon mal Flugpläne laden. Dann gehe ich hier auf Remote und ihr seht schon die beiden Dateien. Also ihr hättet im Prinzip noch zwei Stellen oder drei Stellen dazu machen können im Namen, dann wäre aber das FM hier nicht sichtbar und der Punkt. Also man könnte bis zu 13 Zeichen könnte man vor dem Punkt haben und die würden hier noch vernünftig angezeigt. Braucht es aber eigentlich nicht, denn im Prinzip reichen ja der Teil und die ICAO-Kennung von den Flughäfen reicht eigentlich vollkommen aus, um zu wissen, was man da tut. Jetzt drückt man auf Insert. So, und ganz wichtig, jetzt kommt natürlich hier wieder die 0. Jetzt gehe ich auf Waypoint 1. So. Wie kann ich das jetzt vergleichen, damit wir sehen, ob das stimmt? Das müsst ihr natürlich nicht jedes Mal machen, denn wir wissen ja dann irgendwann, dass es stimmt. Wir gehen hier in den Editor. Minus ist für Süden. Okay. Und im Prinzip das, was ihr jetzt hier seht, entspricht dieser 4, also 04 für 4. Und diese Punkt 72, das ist jetzt der Teil, der es halt schwierig macht, das manuell einzugeben. Denn in diesem Format könnt ihr es nicht eingeben, wie ihr es im Editor seht, sondern es muss eben umgerechnet sein in diese Stunden, Grad, Minuten, Sekunden. Und das macht natürlich das SIVA eines automatisch, wenn es den Flugplan einliest. Wenn ihr das wirklich von Hand eingeben wollt, was man machen kann, aber ich gebe mich damit nicht ab, weil das wozu? Da braucht man da erstmal eine Umrechnung. Entweder man muss es dann von Hand mit einem Koordinatenumrechner oder sowas machen. Man kann es auch selber rechnen, aber hallo, wir sind heute in der modernen Welt. Also damit fange ich jetzt nicht an. Aber man sieht auch sehr schön plus 55, das ist die 055 und dann wieder diese Punkt 598 entsprechen eben den 35 Minuten und 9 Sekunden. So, und da kann man das jetzt durchchecken, 045. Dann kommt die 05, das kann man direkt vergleichen. Ne? Die minus 5 entspricht ja Süd, plus würde dann bedeuten, dass wir auf die nördliche Hemisphäre wechseln. So, und hier hinten plus ist nämlich Ost und minus wäre dann West.
von den Werten her. Ja, und so kann man das jetzt hier sehr schön vergleichen bis zum 9. Das ist nämlich der SA, der hat hier die 14, hoppla. So, der hat hier die 14 und die 50. Und also, falls ihr das einmal prüfen wollt, so könnt ihr das machen. Und ihr seht, es sind tatsächlich unsere ersten 9 Waypoints sind da. Und das CIVA-INS startet mit der 0, das ist die aktuelle Position, zur 1, das entspricht dem FS650. So. Und auf die Art und Weise habt ihr jetzt diesen Flugplan in zwei Teilen gemacht. Wenn ihr dann während des Fluges, ich hatte überlegt, ob man womöglich den letzten Waypoint des ersten Flugplans als ersten Waypoint des zweiten Flugplans machen kann. Das kann man machen. Also ist auch gar nicht so schwer. Ich kopiere das SA. Ich zeige euch das einfach mal kurz. Ihr könnt das ausprobieren. Ich würde halt wirklich bis SA fliegen und dann kurzzeitig den Heading Hold einschalten und dann halt schnell den zweiten Flugplan laden und ihn dann zum nächsten Waypoint fliegen lassen. Ihr könntet aber theoretisch jetzt hier auch, wenn ihr wollt, den SA reinladen, indem ihr die Zeile hier oben macht. Bitte nicht vergessen, hier noch auf 7 zu gehen. Okay, speichern. Und dann wieder zurück in den Simulator. Wenn ich jetzt auf Remote gehe, jetzt bin ich vergessen, hier umzuschalten, ne, bis man am richtigen Flugplan ist. So, und wenn ich jetzt nämlich gucke, dann ist das wieder SA und der nächste ist dann UFGET. Und das heißt, in diesem Falle würdet ihr den Flugplan wechseln, bevor ihr SA erreicht und ihn dann weiterhin auf SA zufliegen lassen über den NAV-Hold. Im anderen Fall würdet ihr den Flugplan wechseln, nachdem ihr SA verlassen habt und den Flugplan wechseln und dann halt umschalten. Also das ist vielleicht sogar ein bisschen einfacher. Man muss nur dran denken und man muss halt wissen, dass man auf dem letzten Leg des ersten Flugplansegments unterwegs ist. Wahrscheinlich ist das für euch das Einfachere von beiden, würde ich fast sagen. Denn damit kann man sozusagen seamlessly die Teile aneinander rein. Bedeutet natürlich, dass ihr dann in den Folgesegmenten immer ein Leg verliert, in Anführungsstrichen, weil man da ja sozusagen noch das Aktuelle mit einbaut. Aber auf die Art und Weise könnt ihr das auf alle Fälle machen hier. Ich würde trotzdem, bevor ihr den Flugplan umschaltet, auf Heading Hold gehen, grundsätzlich, also den Heading Selector auf die aktuelle Flugrichtung. Das sollte man ja sowieso machen. Ja, das ist ja eigentlich gerade bei Boeings, auch bei den modernen, ganz normal, dass man umschaltet und dann auf Heading Hold umschalten. Der Flieger hält dann sozusagen die aktuelle Heading. Dann tauscht ihr den Flugplan aus, stellt sicher, dass auch der richtige drin ist, verifiziert nochmal die Koordinaten und dann aktiviert man wieder den NAV-Hold. Und dann sollte es eigentlich keine Probleme geben. Also, Kostas Bastelstunde, CIVA-INS, segmentierte Flugpläne, die durchaus durch den EFAS erstellt werden. Übrigens, andere Programme schreiben diese Leerzeilen nicht in den FMS. Flugplan da in die Datei rein, da braucht ihr natürlich dann nichts machen, da funktioniert das einfach. Ich vermute auch, dass das sind wahrscheinlich Zeichen, die zwar vom Notepad fehlinterpretiert werden und daher als Zwischenzeile gewertet werden. Wenn EFAS die rausschreibt, so wie die sind, kann der X-Plane die verarbeiten, denn ihr könnt ja normalerweise unbearbeitete Flugpläne könnt ihr ja richtig laden. Das ist der Notepad, der das macht. Wenn ihr sowas wie den Notepad ⁇ also irgendeinen Spezialeditor habt, der besser mit diesen Zeichen umgehen kann, dann würde das gar nicht erst so aussehen. Dann sieht es gleich richtig aus und man kann es auch gleich richtig editieren. Das war's, Kostas Bastelstunde und ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen.